global über alle Haushalte gerechnet. Meine Frage an die Bundesregierung ist jetzt von Projekten, die sich gegen jede Form von Extremismus, also Linksextremismus. Ich noch mal über die neuesten Erkenntnisse der Bundesregierung. Man kann sehr viel von Trumps Wahlkampf lernen, was die Mobilisierung auch der Menschen, auch der Themen anbelangt. Sie haben gerade gesprochen über Freihandelspolitik. Was aber überlebenswichtig ist, auch für uns, das ist natürlich auch eine Schaffung einer gewissen Öffentlichkeit von freien Medien beispielsweise, in denen wir eben auch unsere Inhalte also auch widerspiegeln können. Und damit haben wir momentan wirklich ein Problem, die Widerspiegelung in den Öffentlich-Rechtlichen und auch in den Printmedien beispielsweise über die Darstellung unserer Partei, sehe ich als großes Problem. Ob das zweifelsohne 1:1 übertragbar ist auf Europa, das lasse ich jetzt mal offen, weil Europa ist viel vielfältiger, es ist nicht so homogen. Wir bestehen aus verschiedenen Staaten mit verschiedenen Sprachräumen und mit verschiedenen Geschichten und natürlich mit einer verschiedenen Dynamik. Also, es gab ja die Anhörung. Und da hat er absolut recht. Also so entweder man hat Wettbewerbsgleichheit oder man hat keinen Wettbewerb. Und das fordert er eben ein. Halten wollen, müssen wir gute Mobilitätsangebote ihnen. Instrument erwiesen hat. Und ich persönlich finde auch, dass man Arzt. Also ich gehe stark davon aus, dass er willkommen ist. Also um Viktor Orban wird ja auch geworben. Aber es liegt an Viktor Orban selbst. Und da ist eben, um nur ein Beispiel genannt zu haben, sind Differenzen in der Russlandpolitik beispielsweise auch. Und Sicherheit, und das ist eben meine persönliche Meinung dazu. Betroffenen Jugendlichen oder ihre Eltern plötzlich 100. Gut, also erstmal muss man da festhalten, dass es keine Parteiveranstaltung gewesen ist. Ja? Das sind Mitglieder, ja, Parteimitglieder, die sich dort zusammengeschlossen haben, um ein internes Fest zu feiern. Dass dort die erste Strophe und die zweite auch abgesungen wurde, das ist natürlich politisch nicht gerade klug gewesen. Und jetzt nehmen wir auch die nächste Hürde. Wir sind bereits in Ostdeutschland stärkste Kraft. So, also das sind einfach auch so Indikatoren, dass wir als Parteien auch mit unseren Inhalten auf dem richtigen Weg sind. Und wir sagen ganz klar, der menschengemachte Klimawandel, dass er wirklich vom Menschen induziert ist, ist völlig offen und es ist auch überhaupt nicht belegt. Dass der Mensch einen Einfluss auf das Klima hat, es kann sein, aber das Ausmaß, das heißt, wie groß der Einfluss ist, ist letztendlich überhaupt nicht beantwortet. Und das kann doch nicht beantwortet werden. Herr Zirke, Nachfolger von Frau Lemke. Ich konnte gestern Abend in einem Restaurant nicht essen gehen, weil ich als antisemitisch und rassistisch bezeichnet wurde. Einfach so pauschal. Und das wusste eigentlich schon Napoleon. Das ist, so, das steht auch in der Propagandabibel drin, wenn Sie ein Narrativ immer wiederholen, dann glaubt es später auch jemand.